damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin Rotmac und wir haben einen alten Bekannten wieder dabei. Und zwar ist es... Hoho, Dogmeat. Dogmeat ist wieder mit von der Partie. Ich habe ihn an der Red Rocket Raststätte gefunden. Und zwar habe ich mir das Video angeschaut, wo ich ihn weggeschickt habe. Und ja, da war er dann. Und hat auf uns gewartet. Ich habe den Holzkopf zurückgeschickt nach Sanctuary Hills. Der macht jetzt da ein bisschen Hausarbeit. Und der gute Dogmeat ist bei uns mit dabei. So, ich habe mal ein Wasser rein. Und ich kann auch gleich zeigen, was ich gemacht habe. Und zwar hier ein Perk verteilt. Und hier auf einsamer Umherziehender. Wer braucht schon Freunde? Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, erleidest du 15% weniger Schaden und kannst 50% mehr Ausrüstung tragen. Ja, und da Dogmeat nicht als Begleiter zählt, seht ihr hier 325 Einheiten, die wir mittragen können. Wir sind also richtig, richtig stark jetzt. Und ja, nehmen wir doch gerne. Ist ja nicht so, dass ich ab und zu mal Probleme habe, weil ich zu viel Sachen mit dabei habe. Was war das? Was war das, bitte? Das war doch... Da hat doch jemand geschossen. Was ist da oben? Ah, ich kann auch zeigen, wo wir sind im Übrigen. Wir sind nämlich hier. Hugos Loch. Denn wir wollen hier zum Museum der Hexerei. Das müssen wir erkunden. Ist eine Nebenquest. Eine ganz kleine Nebenquest. Und ich denke, wir müssen da einfach nur hin, so wie es bei der Irrenanstalt war. Und wenn wir da waren, dann ist es erledigt. Da ist nichts. Gut. Ja, da waren... Was sind die alle wieder da? Ja, willst du mich verarschen? Da haben wir doch alles geräumt. Die verdammten Raider sind wieder da. Echt? Wahnsinn. Die haben ja alle geräumt. Alles wieder da. Okay, es wird nie langweilig im Ödland. Die kommen immer wieder zurück. So, aber es soll uns egal sein. Wir haben hier abgeschlossen, was wir abschließen mussten. Und wir gehen jetzt Richtung Museum. Ja. Dann schauen wir mal, was wir da im Museum haben. Weil wir haben wirklich den... Das ganze Questlog ist einfach voll. Und das müssen wir jetzt abarbeiten. Step by step, Folge für Folge. Müssen wir mindestens eine Quest machen können. Weil sonst kommen wir da nirgends hin. Und ich erinnere daran, wir waren noch nicht mal in Diamond City. Also die Hauptquest ist noch überhaupt nirgends, aber ja, die Nebenquests führen uns halt dahin, wo sie uns hinführen und wir machen das einfach jetzt halt so. Ich will zuerst den Norden clear haben, mehr oder weniger. Es kommt sicherlich dann noch einige Quests auf uns zu, die uns wieder zurückschicken, aber dann können wir das Zeug auch, also dahin auch porten, gar kein Problem. So, was haben wir denn da Schönes? Da haben wir Hunde. Hunde! Ein Arsch voll Hunde, okay. Ja, die holen wir uns gleich, würde ich sagen. Oh, Blumen. Wir kommen schon wieder von unserer Quest weg, weißt du? Jetzt, oh, Hunde, komm mit, töten Hunde. Ah, Dogmeat, komm zurück. Das sind nämlich ziemlich viele Hunde, so wie es ausschaut. Dogmeat, komm zurück. Komm hier. Gibt's ja gar nicht. Ein Meierlurk auch noch. Da ist einiges an Hunden. Dogmeat, komm hierher. Mann. Und jetzt bleibst du hier, komm. Dogmeat, Dogmeat. Hey. Und jetzt bleiben. Warte da. Ja, meine Fresse. Ja, nicht so schwierig, oder? Habe ich dich endlich wieder geholt und dann dankst du mir das so. So, wir machen das jetzt so. Und zwar, da sind circa 5 Hunde drin. Wir legen hier mal eine kleine Falle. Und zwar bestehend aus, was sind sie denn? Splitterminen. Genau. Die werden mal dahingesetzt. Hier eine. Duck. So. Dann hier eine. Duck. So. Was haben wir dann noch? Haben wir noch sonst noch was? Splittergranaten. Jo, das klingt doch auch gut. Das werfen wir jetzt mal in die Hütte rein. Und dann bekämpfen wir die Hunde mit... Ja, von Hand quasi. Handarbeit. So. Einmal geworfen und gleich noch eine nach. Und dann nochmal eine nach. Oh, das sind Elite-Dinger. Das sind echt Elite-Dinger. Kommen da noch mehr? Da kommen noch mehr. Kommt. Der ist auch tot. Kommen noch mehr. Boah, das war's. So, ausgeräuchert quasi.
Kronkorken, Fleisch und Spielkugel. Ja, was für ein Billardtisch. Hat der eine Spielkugel verschluckt? Die arme Sau. Oh. Oh, komm. Nein, komm. Ja. Nicht leiden lassen, töten. Hat mir jetzt fast ein bisschen leid. Eine Golduhr. Ja, das gibt Gold. Rettungsring. Hehehe. Wir können ja so viel Scheiß mittragen jetzt. Haarklammern, super. Oh, sehr schön. Wir können jetzt so viel Scheiß mittragen. Dann nehmen wir alles mit, oder? Nein, nehmen wir nicht. Nicht ganz alles, nicht blind. Aber ja, schön war's. Hat Spaß gemacht mit euch, Hunde. Da haben wir Meierlurk. Wir sind Meierlurk. Den hauen wir jetzt auch noch weg. Einfach, wisst ihr, wir sind gerade so gut drauf. Oh, der ist. Der ist super. Dogmeat, jetzt darfst du gerne kommen. Das mit dem Warten, das war nur so eine Redensart. Hey, komm schon. Los. Greif den verdammten Meierlurk an. Och, du Scheiße, der haut aber gut rein. Kann ich denn... Boah, da ist Totenkopf und hier, sag mal. Na, weg, weg. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Totenkopf und Sternchen und einfach über ultra geil. Komm hier, Handgranate. Ja, nicht auf dich, Dogmeat. War nicht für dich gedacht. Oh, jetzt müssen wir aber die Beine in die Hand nehmen. Das Scheißteil ist aber stark, du. Meine Fresse. So, lad mal nach beim Laufen. Aber lauf! Lauf, alter Schwede! Das krabbelt hier hinter mir. Boah, der hat ja so viel Life. Das ist unglaublich. Lauf! 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 Dass der immer so langsam läuft und er nachladen muss. Lauf. Einfach laufen. Sehr schön. Ja, wir kiten den jetzt schön mit hier. Der hat schon die Hälfte weg. Ja, so macht das Laune. Ich hoffe, wir laufen nicht irgendwo rein. Wo wir nicht reinlaufen sollten. Oh, legendärer Gegner ist mutiert. Oh, legendär und mutiert, Freunde. Ja, was? Jetzt hat er volles Life wieder, oder was? Was ist denn da los? Nein, geh weg. Nein, jetzt ist er schneller, oder? Nein, lauf. Stimpack. Was? Was? Nein, jetzt käme die Hilfe, oder was? Was? Nein! Echt? Da wäre die Hilfe da gewesen? Oh, komm. Wieso greife ich so einen Meierlurk an, ich Trottel? Da kriegst du die Hunde alle tot und dann sowas. Unnötig. Es nimmt mich nicht Wunder, wo wir jetzt landen. Und wo wir weitermachen können. Wenn denn das Spiel das Gefühl hat, es ist fertig mit Laden, sind die Hunde weg. Die Hunde sind wieder da. Okay, Freunde. Dann machen wir das gleiche Spiel noch einmal. Aber einfach nur so. Einfach nur mit Handgranaten. Nein, ich will trotzdem... Ich will die Minen trotzdem setzen. Man weiß ja nie. Plötzlich kommt noch einer weg von denen. Kann man vorhin auch einer raus. So. Machen wir das halt nochmal. Ihr wolltet das sowieso nochmal anschauen. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Und dann geht's los. So. Ende Gelände. Da ist noch einer verletzt. Zwei verletzt. Den helfen wir. Den beiden helfen wir jetzt. So, wir sind ja freundlich zu Tieren. Oh, nein. Nicht beißen. Nicht beißen. Pfui. So. Also nochmal alles einsammeln hier. Dack, dack. Die Golduhr ist jetzt halt nicht mehr dabei wahrscheinlich. Fleisch. Da, das ist wieder das alles drin. Das ist gut. Hey, komm. Hallo? Sicherung? Wieso auch immer, der eine Sicherung verschluckt hat. Fleisch. Die Golduhr ist nicht mehr da. Oh. Verdammt. Egal. Den Meierlurk lassen wir jetzt einfach in Ruhe und wir gehen jetzt in das Hotel, wollte ich schon sagen. In das Museum. Machen wir jetzt einfach so, ja. Mir soll es verziehen sein, aber der Typ, nee. Da müsste ich einen Raketenwerfer haben oder so für die Scheißhöhle.
Was habe ich denn da oben? Wo ging ich denn entlang? Ich ging hier rauf und ich glaube, hier irgendwo haben wir Kontakt gehabt. Muss ich mir dann auch noch anschauen. Wenn das nämlich freundliche sind, dann können wir den da nach hinten locken. Dogmeat? Wo ist Dogmeat? Ah, der kommt dann schon, wenn wir da reingehen. Ab ins Museum der Hexerei. Los geht's. Festgekettet. Okay. Oh, dann müssen wir da drüben rein. Da hat es nämlich so ein Markierungsgedöns. Oh, Superkleber, Dinnergabel. Nehmen wir gerne mit. Superkleber ist immer gut. Die ganze Rüstung hält nur mit Superkleber. Und auch die Waffen werden nur mit Superkleber modifiziert. Oi. Kollege, dich hat es ja richtig übel mitgenommen. Private Hearts Holoband. Abgeschlossen, untersucht das Museum der Hexerei. Totenkopf als durch schmutzige Armeeuniform. Oh, das ist eine Madame. Oder war eine Madame. Da gestern sich ja auch rein. Ja, ein teuflischer Auftrag. Hör die Private Hearts Holoband an. Machen wir. Natürlich. Da musst du nicht zweimal sagen. Aber das sieht ganz interessant aus. Diverses. So. Private Hearts Holoband. Ruhe bitte. Jeffries, Lee hat den Rekorder zum Laufen gebracht. Und, hast du dir den Dienst so vorgestellt, als du zu den Gunnern gekommen bist? Gepäck aus Linwoods für einen Roboter-Butler wegschleppen? Wie hieß der nochmal? Wellington? Wellingham? Nicht jetzt, Soldat. Wo ist Connors? Er ist nicht auf seinem Posten. Oh, tut mir leid, Sir. Der Lieutenant meinte, er hätte Spuren gefunden. Wollte sie sich mal ansehen. Schütze Martin. Spuren? Was für Spuren? Was zum Teufel ist das? Oh mein Gott. Connors? Wo ist der Rest von ihm? Oh Gott, es hat uns gefunden. Sergeant Lee, schnapp dir die Kiste. Lass das Ding nicht aus den Augen. Alle ins Museum, sofort. Major, was hat uns gefunden? Das klingt vielversprechend. Da würde ich sagen... Hallo? Bin ich zu langsam? Da würde ich sagen, gehen wir doch ins Museum rein und schauen uns da um. Was denn da drin auf uns wartet, obwohl das Vieh sollte eigentlich nicht reingekommen sein, theoretisch. Aber man weiß es nicht. Wir werden es bald erfahren. Oh. Okay, so viel zum, das Vieh ist nicht da. Wo ist Dogmeat? Wo ist Dogmeat? Das nervt mich gerade. Der schon wieder verloren. Wir entsperren das mal. Einfach weil wir es können. Ah, oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt, komm. Ja. Geschafft. Geschafft, jawohl. Hast du richtig erkannt. Nimm das Zeug mit. So, ich glaube, meine Maus geht so ein bisschen an der... Meine Maus ist nicht mehr so das, was sie einmal war. Aber... Wo ist Dogmeat? Ich will jetzt zuerst Dogmeat finden, bevor ich da reingehe. Weil ich kämpfe nicht gegen Tiere, wenn Dogmeat nicht dabei ist. Und Dogmeat ist einfach verschwunden. Das darf ja nicht wahr sein. Ich muss mal nochmal hier zu den Myalurks zurück. Myalurks. Da unten zurück. Ich habe dem ja gesagt, er soll bleiben. Vielleicht bleibt er immer noch da. Natürlich. Dummer Hund. Hey. Komm mit. Komm schon. Ja, komm mit. Oh, Mann. Lass ich den da einfach liegen. Aber du bist ein braver Hund, ja? Du hörst gut auf dein Herrchen. So gönne ich mir das. Und jetzt kommst du mit. Wir gehen in die nächste Gefahrenzone rein. Und da will ich dich. Ich habe Angst alleine. Und deshalb brauche ich dich jetzt, mein lieber Dogmeat. So, wir haben 15 Minuten Zeit, für das Ganze hier zu säubern. Los geht's, Dogmeat. Eiltempo. Das klingt... Oh. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ist das eine Todeskralle, oder was? Das könnte eine Todeskralle sein. Wir schleichen uns da mal ein bisschen durch, weil ich habe da echt keine Lust. Verbranntes Buch, nein. Soll ich mal... Ne, gespeichert, das ist sowieso...
das ist ein halbes Horrorspiel hier. So, Stimpaks. Wasser, ja. Nehmen wir gerne. Haarklammer, Superklebe, Malpinsel. Ja, ein Malpinsel. Türe zu. Kopflos, der Typ. Aha. Okay. Also, hier gibt's nichts mehr. Oh, hey, Dog Meat, echt. Boah. Der Köter, manchmal könnte ich ihn. Oh, Kugel. Nehmen wir mit und zwei Sticks. Zwei Billardkö. Immer gerne mit. Klebeband, Skalpell, alles eingepackt. Und die Frage ist jetzt einfach nur. Alter Schwede, was geht denn hier? Fusionszelle? Ja, 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 ja. Alles eingepackt. Alles mitgenommen. Kronkorken. Das sind Puppen. Die haben mich vorhin ein bisschen erschreckt gerade. Ist wieder mal Zeit für ein Horrorspiel, ja. Ich habe mir eins gekauft, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Wo ist das Scheißvieh? Da drüben ist irgendwas. Aber wir wollen hier erstmal alles schön einpacken. Alles schön mitnehmen. Und dann speichern wir hier einfach mal, weil, na, das ist die falsche Taste. So, ihr wisst schon. Vorsicht ist die Mutter der Porzellan, Spinat, Speck. Was? Raketenwerfer? Oh, Raketen gibt's auch. Oh, scheiße. Och, du Scheiße. Ein Raketenwerfer. Das kann ja nur gut kommen. Machen wir jetzt mal ein bisschen so, aus der Perspektive. Leise. Ja, geh wieder zurück. Ist mir wohler so. Ja, das ist, das ist ein Museum, ist klar. Wow! Hat die mich angegriffen, oder was? Oh ja, sie hat mich gesehen. Oh ja, sie hat mich gesehen. Oh ja, ich muss hier mal eben ein bisschen weg. Leck mich am Arsch. Was für eine Bestie. Ich muss einen Raketenwerfer nach vorne nehmen. Oh, 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 Freunde. Moment. Nein, das ist die falsche Taste. So. Jetzt muss ich da echt einen Raketenwerfer zur Hilfe nehmen. Waffen. Raketenwerfer. 11 Raketenhammer. Würde ich sagen, los geht's. Das macht ja keinen Schaden. Das macht ja keinen Schaden. Meine Fresse. Wissen wir jetzt. Ja, so ein bisschen ja, aber. Ob das was wird? Ja, so nicht unbedingt. Der kommt doch hier gar nicht durch, durch diese Tür. Solange er Dogmeat nicht frisst. Oh, weg. Nein, das war jetzt mal ein Schuss in den Ofen. Oh. Der kommt hier nicht durch. Ich kann hier immer wieder nach zurück. Schon bald die Hälfte. Okay, wir müssen das jetzt so machen. Also ein bisschen doof. Aber eine Möglichkeit. Oh, was mache ich denn? Ich habe keine Granaten mehr. Okay. Wieder zurück. Wieder nach vorne und schießen einmal. Du wirst meinen Dogmeat nicht fressen, mein Freund. Und dann schieße ich mich noch selber ab. Meine Güte. Rotmeck, was machst du wieder für Scheiß? Ja, wirklich. Unglaublich. Diese Maus. Was ist denn los?
Blutpaket, natürlich, komm. Nehme ich das Zeug alles reingepfeffert, was geht. So. Und ich glaube, das mit dem Raketenwerfer, das können wir erstmal sein lassen. Ich versuche da mal was anderes. Nein. Nein, 5 Schuss, da komme ich nicht weit. Damit vielleicht. Wo ist er? Oh. Holla die Waldfee. Meine Freunde, ein Schlag und weg bin ich. Okay, wir müssen das anders angehen. Und zwar müssen wir da wirklich Step by Step, aber wir müssen ihn auch treffen. Ja. Relativ einfach. Wo ist Dogmeat? Da ist er. Okay, also wir wissen jetzt, wie es geht. Ich mache da nochmal eben so. Und dann, ja, wir schaffen halt nicht viel in dieser Folge, aber den will ich doch noch legen. Vorher wird hier nicht aufgeräumt. Ah, die kriegen wir erst jetzt. Hier, Raketenwerfer. Danke dir. So, dann haben wir die Splitterminen. Mal schauen, was wir alles haben. Wir haben ein Billardkö, mit dem gewinnen wir. Da sind wir safe. Da sind wir safe, das kann gar nichts passieren. Okay, hier Raketenwerfer. Der kommt erstmal auf die 9. Weil da was so ein Scheiß mit Leuchtpistole, ja. Molotow-Cocktail wird interessant später. Splittergranaten, ja. Raketenwerfer, ansonsten Impulsgranaten. Das, glaub, das bringt nichts viel gegen die Todeskrallen. Erst einmal hier Raketenwerfer und dann würde ich sagen 3, 2, 1. Wo ist er denn? Jetzt habe ich schon den Splint gezogen von der Granate. Oh, jetzt kommt er. Guck durchs Loch. Wo ist er denn? Ja, oh, bist du daher? Bist du? Oh, er kommt. Oh, er kommt. Oh, da durch. Ei, ui. Oh, Entschuldigung. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Oh, Freunde der Nacht. Wie bin ich denn jetzt erschrocken? Herrlich. Sprint gezogen und das war doof. Das war einigermaßen doof, aber wir haben Glück, dass unsere Dummheit von unserem Glück kaschiert wird. Oh, da treffe ich nicht mal. 8 Schuss noch, das darf ja nicht wahr sein. Da treffe ich doch nichts. So, jetzt haben wir ihn getroffen. Das ist so ein Scheiß, echt. Das Loch hier. Boah, jetzt haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Ich nehme mir noch was ein. Ich glaube, ich höre ihn am Stiel, ja. Vielleicht kann er uns nicht ganz alles wegreißen. Meine Fresse, wieso treffe ich denn nicht? Scheiße, 5 Schuss. Und die Hälfte der Life noch. Nee. Brauchen wir echt 10 Schuss Raketenwerfer, um... Nein. Nein, weißt du, das ist unglaublich. Darf ja nicht wahr sein. Okay, wir haben noch Molotow-Cocktails. Wir lassen alles raus jetzt. Wenn das nicht gute Belohnungen gibt. Wo haben wir denn Molotow-Cocktail? 5 Stück, okay. Da muss doch was zu machen sein. So, brenne. Du Hund. Da nimmt der nichts an Schaden. Der nimmt einfach nichts an Schaden. Nochmal versuchen. Brennen tut er zumindest. Nein! Echt? Freund. Mit what? Kopf? Ja komm, der Kopf, der ist schon fast weg. Ah, wie kann ich den kritischen aktivieren? Ich weiß es nicht. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Echt jetzt? Das ist ja wohl der größte Fail, den man überhaupt haben kann. Meine Fresse. Okay. Noch einmal. Ich höre, die Folge geht halt
eine Stunde, ist mir egal. Ich mach das jetzt zu Ende. Das darf ja nicht wahr sein. Meine Güte. Aber sowas von einfach unfähig, das Ding einfach mal tot zu kriegen. Hier Raketenwerfer Q auf die 9 und jetzt aber Rambazamba hier. Das darf ja nicht, das darf echt nicht wahr sein. Was haben wir denn? Splittergranaten haben wir drin. Ja, zwei Stück. So. Und jetzt holen wir uns das Scheißvieh. Das ist ja Wahnsinn. So, und jetzt da geht's einfach mal hier. Nein, Bauch ist zu klein jetzt. Körper, komm. Auf den... Hallo? Körper? Ich will Körper. Ich will Körper. Körper! 86? Nein! 95? Jo, jetzt Körper. Kritisch ausführen mit Space, ich Trottel. Und dann laufst du. Lauf. Du lauf. Doch, Miet, geh ran. Nee, nicht auf mich. Nicht auf... Ich schneid das Ding nicht. Ich blamier mich jetzt hier, aber ich schneid das Ding nicht. Das habe ich mir jetzt echt selber zuzuschreiben. Das schneide ich nicht, das Scheißteil. Und das mache ich jetzt weiter. Da drehe ich durch. Echt. Da gibt's jetzt keine Ausreden, nix. Da muss ich jetzt durch. Da muss ich mir die Häme des Internets anhören. Habe ich nicht anders verdient. Meine Güte. So, Raketenwerfer, go. Wo ist er denn? Da. Ah, oh, das darf ja nicht wahr sein. Splittergranaten ist montiert. Und das Watts, das mache ich gar nicht mehr, weil da verliere ich immer wieder. Wenn ich den Scheiß aktiviere. So. Und jetzt explodiere. Und nein, nicht Stimpack. Ach, Freund der Nacht. Und dann falle ich hier noch runter und... Freunde, nach der Folge gehe ich mir mal ein ordentliches Bier holen. Weil anscheinend habe ich echt kein Gefühl mehr für so einen Scheiß. Ein Schuss. So. Boah, ist das ein mühsamer Scheißvieh. Ja, natürlich. Wirf die Granate irgendwo hin. Kommt schon gut. Ich hab doch noch keine Granate mehr. Oh! Freunde, was? Oh, ich glaube, das ist der Fail der Woche. Dann, ja, natürlich. Natürlich, meine Güte. Darf ja alles nicht wahr sein. So, jetzt aber. Bam, ins Gesicht kommen. Und dann noch einmal nachladen. Und jetzt muss es schnell gehen. Bam, schön. Jetzt treffe ich wenigstens mal ein bisschen. Nachgeladen und noch einmal. So. Das war jetzt auch ein bisschen knapp. Aber damit müssen wir jetzt leben. So. Die Hälfte ist weg. Jetzt holen wir uns mal hier ein paar... Wo sind sie denn? Da, Molotow-Cocktails. An Mann. Nachladen. Mein guter Scholli. Natürlich werfe ich die wieder vor mir ins Gesicht. Das ist... Ah! Der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Ja, komm, nachladen. Freund, auf was wartest du denn? Da kommt kein Schnee diesen Winter. Kannst du noch lange warten. So, wir sind schon beim O von Todeskralle. Ja. Wir sind schon beim T von Todeskralle. Aber da kommt noch Wilde vor dran, ne? Brenn, du Monster, brenne! So, wir sind schon was bei Wilde. Wo ist sie denn? Oh, sehe nichts. Ah. Bleib, wo du bist! Da wollte ich jetzt nicht schießen, das wäre zu nah gewesen. So, nein! Oh, okay, ein Stock weiter unten. Noch eine Rakete, das darf ja nicht wahr sein. Brenne! Das war eine Abkürzung, das war Absicht. So, komm, Stimpack. Ich habe keine Lust, hier was zu futtern. Das muss schnell gehen. So, jetzt aber bald. Jetzt müssen wir da irgendwie viel Feuer drauf haben.
Wie mache ich das denn das am besten? Nein. Damit? Nein. Lasergun? Ich versuch's mal. Ja, super. So komme ich weit, ja. Das funktioniert prima. Wir sind beim D von Wilde. Oh, das Loch ist auch super platziert. Scheiß, die wandern. Ja, die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um 5 Tage wahrscheinlich. Oh, komm runter jetzt. Das darf ich. Das ist der blanke Wahnsinn. Ich darf diese Folge nie öffentlich stellen. Nein, nein, nein. Nein. Nein, weg. Echt? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich höre hier nicht auf, bis die Scheißkralle tot ist. Und ich mache die Scheißkralle jetzt tot. Da. So. Nicht überhaspeln jetzt, konzentrieren und dann kommt das Ding schon gut. Ich glaube, ich spinne. Weißt du, dann gehe ich noch eins trinken und denke mir so, ja, vielleicht hast du ein bisschen zu viel getrunken, spielst du vielleicht besser nicht mehr, ne, blamierst dich nur. Ach komm, was soll's, ich schaff das schon. Bam, ins Gesicht. Hi. Da krieg ich so einen Hals. Auf die 9 damit. So, und hier Molotow, zack. Und jetzt hauen wir das Scheißteil einfach mal weg. Einfach mal weggehauen, das Scheißteil. Wenn es da keine guten Belohnungen gibt. Freunde der Nacht, dann dreht aber einer richtig ab hier. Der kommt schon. Wo ist Dogmeat? Na, der kämpft schon. Guter Junge. So. Komm, nachladen. Nein! Ich kann nicht mehr, Freunde. Ja, und dann zwischen den Beinen durch, weißt du? Oh Mann! Zwischen den Beinen durch. Ich glaube, wenn ich das wollte, könnte ich das gar nicht. Ja, gut. Versperr mir selber den Weg. Wieso auch nicht? Ah, echt. Also, was hier abgeht, das ist schlimm. So. Wir sind beim R. Wir haben noch 6 Schuss. Wir sind beim K. Wir setzen uns da mal irgendwas rein. Weil, hier verbrenntes Wasser. Ja. Und Eichhörnchen am Stiel. Ja. So. Du kannst auch während dem Schießen essen, mein Freund. Mal runter. Okay. Bisher sieht das noch gar nicht mal so schlecht aus. 4 Schuss noch. So, das war auch ein Treffer. Mal nicht schlecht. Ja, aber gut, im Rücken, das bringt nicht allzu viel. Der war ins Gesicht. Das war gut. Ich muss warten, bis er sich ab... bis er sich umdreht. Dann ihm ins Gesicht schießen. Ja, gut, wieder zwischen die Beine und wir haben jetzt schon beim T keine Munition mehr. Läuft bei mir. Gut, hat ihm Schaden gemacht, das ist okay. Splittergranaten sollte ich jetzt noch haben, ja? Boah, Freunde, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich wohl die ganze Folge wegschmeißen, ja? Ja, super gemacht. Super gemacht, Rockmack, genau so macht man das. Genau so und nicht anders, ja. Du bist ein wahrer Profispieler. Ja. Wenn die Leute was lernen wollen über Fallout und Gameplay und wie man Sachen macht hier, ja, dann müssen sie unbedingt deine Videos schauen, weil du bist der blanke Wahnsinn. Oh, leck mich am Arsch, ey, was. Das Ding explodiert ja gar nicht. Oder viel zu spät. Wie man soll einen Krieg gewinnen? So, kommst du? Nein, kommst nicht. Aber jetzt haben wir ihn bald. Boah, Freunde, wir sind beim W von Wilde.
Jetzt nur nicht nervös werden. Oh, Freunde! Ich schaff den Boss. Ja! 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 Keiner kann mir was! Keiner kann mir was! Ich bin der Herr der Lüfte! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Rotmack. Ciao!